Hallo, servus. Schön, dass ihr meinen ersten Videoblog anschaut, ever, im Rahmen unseres Blogs Nova Scotiana. Ich bin hier runtergegangen an unseren See, der auf unserer Property hier ist. Das ist ein kleiner See, 180 Meter im Durchmesser, aber reicht ja. Für kanadische Verhältnisse ist es hier nicht mal eine Pfütze. Und ich habe dieses Feuer angemacht, weil wir hier Blackfly Season haben. Als ich das eben hier alles aufgebaut habe, da war ich umgeben von Mücken. Nein, eben nicht Mücken, sondern Blackflies, das sind. Sie schauen aus wie bei uns Fruchtfliegen auf der Banane im Sommer, jetzt bei euch, wo es so heiß ist. Und die beißen, aber die stechen nicht, sondern beißen. Und jetzt ist High Season hier für die Blackflies. Das dauert ungefähr 5 Wochen, 6 Wochen von Juni bis Mitte, Ende Juli, je nach Witterung. Und hier im Hintergrund hört ihr einen Frosch, einen Bullfrog, einen großen, die hier überall in den Sümpfen sind. Und wenn hier nicht das Feuer brennen würde, dann würde ich hier von diesen Mücken, Blackflies, zerbissen. Und ausschließlich deshalb, also zum Selbstschutz, auch natürlich diese Zigarette hier. Nur deshalb. Ja, warum dieser Blog? Aus mehreren Gründen. Zum einen für uns selber, um unseren Weg hier nach Kanada und unseren Start in Kanada und unsere Entwicklung in Kanada für uns selber zu dokumentieren. Zum zweiten aber auch für unsere Familie, die zu Hause geblieben ist, für unsere Freunde, Nachbarn und auch für viele auch Geschäftsfreunde aus der Whisky- und Bierszene, die durchaus Anteil nehmen an dem, was wir hier tun, weil das ja ein großer Schritt ist. Ich meine, Uta und ich, wir waren erfolgreich in Deutschland. Wir hatten ein tolles Leben, haben das alles aufgegeben
die Motive, aus denen wir heraus das getan haben, die beschäftigen viele und faszinieren viele. Es hat natürlich berührt viele Fragen, sehr persönliche Fragen. Die Fähigkeit zum Beispiel und die Bereitschaft, ab und zu sich selbst und sein Leben einfach mal in Frage zu stellen, auch grundlegend in Frage zu stellen, selbst und gerade wenn es ein erfolgreiches Leben ist. Dann natürlich die Frage, wie gehe ich mit Unsicherheit um, mit Risiko um. Und ja, das berührt eine ganze Menge Motive in uns und auch in den Menschen, die uns begleiten. Auch für die machen wir das. Und natürlich auch für diejenigen, die sich interessieren dafür, wie unser Weg hier verläuft. Ich meine, wir fangen hier von null an, haben natürlich ein schönes Land hier, ein schönes Haus, aber wir haben alles aufgegeben. Vom Telefonanschluss über gebrauchte Autos kaufen. Wir müssen das hier alles komplett neu aufbauen. Das ist auch kein Spaß hier, weil wir hier einwandern. Wir wandern unter dem Entrepreneur-Programm der Provinz Nova Scotia ein. Heißt, wir haben hier ein Unternehmen gegründet, was auch erfolgreich sein muss, was Zahlen fahren muss in absehbarer Zeit. Sonst schmeißen die uns hier wieder raus. Das ist so unromantisch, ist es. Und also es geht hier durchaus um was. Wir können durchaus auch in 2 Jahren die rote Karte kriegen von Kanada. Was ich nicht glaube, wenn ich das glauben würde, würde ich es nicht machen. Dafür ist das hier viel zu viel Risiko und Aufwand und Kosten. Aber die Sache ist kein Spiel. Also die hier so in die Wälder gehen und alles ist easy, so ist das nicht. Und auch um das zu begleiten, die Siege, die hoffentlich überschaubaren Niederlagen, auch dafür machen wir diesen Blog. Warum nennen wir den Nova Scotianer? Naja, Nova Scotia ist die Provinz. Und ich fand diesen Titel Nova Scotianer irgendwie poetisch, zugleich auf angenehme Weise pathetisch. Das klingt so nach Odyssee, nach Saga, nach Reise, nach sich aufmachen. Und das ist es ja auch. Und wenn wir schon bei den Begriffen sind, warum nennen wir unsere Lodge Burns Lodge? Das hat sehr viel mit uns beiden zu tun, mit Uta und mir, namentlich auch mit mir. Ich wollte immer frei sein. Alles, was ich getan habe, habe ich eigentlich getan, um frei zu sein. Ich wollte keinen Chef haben, ich wollte niemanden über mir haben. Ich wollte selber entscheiden können. Und dann auch die Erfolge ernten, war immer bereit dafür auch den Preis zu zahlen und es war ein hoher Preis. Also Freiheit und Unabhängigkeit ist eines der großen Motive meines Lebens. Und ich verdanke meine Stellung in meinem deutschen Leben, verdanke ich dem Whisky. Das ist keine Abwertung gegenüber dem Bier. Gerade hier merken wir, wie wichtig gutes Craftbier ist, weil kulinarisch sind die hier, sagen wir mal, noch nicht so entwickelt. Aber es gibt gutes Bier. Breton Brewing, fantastisches Bier. Allein auf Cape Breton gibt es inzwischen 3 Craft Breweries. Nicht zu vergessen natürlich Garrison in Halifax. Aber ich verdanke meine Stellung in meinem deutschen Leben, verdanke ich dem Whisky und der Fine Spirits. Und jeder Whisky-Genießer kommt sehr früh in seiner Whisky-Karriere auf Robert Burns, den großen schottischen Freiheitsdichter. Und in einem seiner berühmtesten Gedichte, Auld Lang Syne ist übrigens von Robert Burns, der Text, in einem seiner berühmtesten Gedichte an die irischen und schottischen Abgeordneten, das endet so ziemlich zum Schluss, eine der letzten Worte ist Freedom and Whisky gang together. Das wurde geschrieben in den 1760er Jahren. Politisch sehr brisante Situation da oben. Die Schotten und Iren wurden bis heute unvergessen dort oben von den Engländern massiv unterdrückt. Und da hat er in einem Gedicht geschrieben, Freedom and Whisky, gang together, Freiheit und Whisky gehören zusammen. Und zu Ehren von Robert Burns und zu Ehren meiner Whisky-Karriere und nennen wir dieses Ding hier Burns Lodge, Freedom and Whisky. Das hat sehr viel eben mit uns zu tun und unserer Biografie. Übrigens passenderweise, dieser Whisky, den ich hier trinke,
Das ist ein, denn er heißt Robert Burns. Den gab es im Lizenzladen hier im Nova Scotia Liquor Center. Das ist ein Blended Whisky von Arran rausgegeben, Arran Distillers. Und das ist guter Whisky. Also nicht die komplexe Bombe, aber ein guter Whisky. Pour tous les jours. Blended Whisky. Sehr trinkbar. Also deshalb Nova Scotiana, deshalb Burns Lodge. Deshalb nennen wir das so. Aber gleichwohl, wir freuen uns auf das hier. Wir freuen uns über diesen Schritt. Wir haben das bisher keine Sekunde bereut. Wir sind hier umgeben von einem riesigen, weiten Land. In einem sehr einsamen Land. Wälder, die so dicht sind, dass wenn man sich 3 Meter vom Weg entfernt oder 4 Meter und schlägt dann 2 Haken, weil man eine bestimmte Stelle im Wald suchen will, und passt nicht auf, dann kann man sich hier verlaufen. Das ist vielleicht hat was Erschreckendes oder Bedrohliches, aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist genau der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Ein anderes Leben, ein freieres Leben, natürlicheres Leben, auch ein irgendwo wilderes Leben im Sinne von ungeregelter. Und das haben wir bisher schon in ersten Ansätzen hier gefunden und werden das weiterverfolgen. Und wenn ihr wollt, dann schaltet ab und zu hier rein, schaut euch unsere Videos an und begleitet uns auf unserem Weg, begleitet uns auf unserer Nova Scotiana. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Freedom and Whiskey. Slanja. Auf die Mücken. Auf die Mücken.